Name ist Heiko Pape. Ich bin Profimusiker mit den Instrumenten Kontrabass, E-Bass, Gitarre und Klavier. Im Grunde genommen habe ich mit Gitarre angefangen, aber dann wurde in der lokalen Schulband der Bassstuhl frei. Und das habe ich natürlich ganz begeistert, habe ich das angefangen. Und eine Initialzündung ist eigentlich gewesen, als ich als Teenager, wirklich als ganz mit 14 Jahren, bin ich in Berlin bei einem großen Sportwettbewerb gewesen und hatte dann eine ganze Woche Zeit, da in dieser schillernden Stadt West-Berlin rumzulaufen. Und dann bin ich in ein Musikgeschäft gegangen und habe eine Platte von Stanley Clarke habe ich mir gekauft. Und die hat mich weggehauen. Ich habe die mit nach Hause genommen, ich habe die täglich gehört und ich habe alles nachgespielt. Ich habe die Noten zu Hause, habe das transkribiert und der tiefe Sound, sowohl der sonore E-Bass-Sound als auch der tolle Kontrabass-Sound, das hat mich wahnsinnig beeindruckt und mich im Grunde genommen zum späteren Beruf hingeleitet. Ich bin vom damaligen Musikschuldirektor. Auf dem E-Bass bin ich Autodidakt, aber ich habe Kontrabassunterricht genommen und habe da einiges Talent gezeigt. Und für mich war sowieso, Musik war ein Traumberuf, aber der hat dann gesagt: Junge, du hast Talent, du solltest dich schon mal an der Musikhochschule für eine Aufnahmeprüfung bewerben. Zurzeit arbeite ich an Eigenkompositionen, also ich habe das unter dem Namen The New Frontiers zusammengestellt. Das sind sehr schöne Arrangements für ein kleines Kammerensemble, also Streichquartett, Drums, Keyboards und im Zentrum stehen die Bässe, also sowohl der E-Bass als auch der Kontrabass. Dazu kommen noch zwei Sänger. Das ist jetzt das ist eins der momentan laufenden Projekte. Die zweite Geschichte ist eine ganz enge Zusammenarbeit mit einem Freund von mir, ist Bassem Al-Khoury. Das ist ein Instrumentalvirtuose, der ursprünglich aus Syrien kommt, hier als Opernsänger arbeitet, aber der spielt so eine syrische Zither und wir haben zusammen ein Duo gegründet und eigene Musik entwickelt. Nach dem absolvierten Kontrabassstudium habe ich halt angefangen, als Orchestermusiker zu arbeiten. Da gibt es mehrere. Es gibt natürlich tolle Erlebnisse in wirklich großen Konzerthäusern, also mit tollen Bands oder mit tollen Orchestern, wo man spielt. Kölner Philharmonie, das weiß ich jetzt noch, das ist schon mal eine tolle Sache gewesen. Aber jetzt gerade auch im Fokus dieser ganzen Pandemie, war für mich das liegt jetzt gerade mal ein Jahr zurück, das war nach dem ersten Lockdown. Da habe ich nach dreimonatiger Pause ein Bassrezital in der Martinskirche gegeben, vor 70 Leuten. Und das war für mich magisch. Da gibt es natürlich schon mehrere, aber ich kann mich an eine Sache erinnern, da habe ich mit einer Fusion-Band gespielt, einem Jazz-Gig, da war ich als junger Mann und ich hatte keine Ersatzseiten dabei und im zweiten Song ist mir die D-Seite gerissen und ich musste das ganze Konzert auf drei Seiten spielen, inklusive Bass-Solo und das war tatsächlich, denke ich, nicht so gern dran zurück. Für mich bedeutet Glück, in erster Linie natürlich gesund zu sein und mit meiner Kunst mein Auskommen zu haben und jeden Tag was dazu zu lernen und gute Musik zu machen.
Eigentlich kenne ich gar keine Bassistenwitze. Ich kenne nur Bratschenwitze. Die sind so berüchtigt, aber die kann man natürlich auch gut übertragen. Also wenn man einen, den ich ganz gut finde, ist, dass sich zwei Bassisten nach der Sommerpause wieder treffen. Und der eine erzählt von seinem Mallorca-Urlaub und der andere sagt, ja, ich habe die ganzen Ferien damit verbracht. Ich habe geübt. Was? Du hast geübt? Und was hast du denn geübt? Ja, 16. Noten. Boah, Hammer. Ey, lass mal hören. Warte, ich spiele dir mal eins vor. Thank you.